Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Captain of Industry. Weiter geht's. Die Verbesserung scheint aber zu laufen. Wir gucken gleich da nochmal hin. Haben wir in der letzten Folge ja fertig gemacht. Wir gucken mal ganz kurz, was hier oben schon wieder los ist. Alles klar, er hat alle Probleme. Er hat sich da komplett festgefahren. Deswegen werden wir ihn mal ganz kurz resetten. Alles easy, alles gut. Jetzt ist die Frage, warum haben wir denn jetzt auf einmal wieder schon wieder so wenig Diesel? So, wo hakt es denn gerade? Wo hakt es denn? Also, hier hakt es nicht. Kann ja gar nicht. Wenn hätte es hier gehakt, aber das hakt auf jeden Fall nicht. Genug Rohbenzin ist da. Haben wir jetzt einen höheren Verbrauch als gerade oder was? Das ist nicht so gut. Wenn wir hier ein Problem mit Diesel haben, haben wir auch irgendwann wieder Probleme mit anderen Sachen. Und das möchte ich eigentlich weniger. So, er hat sich vollgemacht. Er könnte wieder fahren. Okay, wo liegt das Problem hier gerade? Mittlere, leichte Distille. Die mittlere Distille kommt einfach nicht. Okay, und hier, ich sehe das Problem. Okay, Problem gefunden. Wir haben zu viel saures Wasser. Okay. Und hier haben wir zu viel Schwefel. Okay. Ja, gut. Das ist jetzt blöd. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, was wir mit dem Schwefel jetzt machen. Jetzt haben wir wieder das Schwefelproblem. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. So. Achso, warte mal. Ihn hatten wir auf Pause. Ihn hatten wir ja mal auf Pause gestellt. Stimmt. Da könnten wir auf jeden Fall mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen was rein. Den verbessern wir mal ganz kurz. Das sieht ja ein bisschen blöd aus. So. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Okay, der vermascht jetzt den Schwefel. So. Kriegen wir Schlagge raus. Mit der Schlagge können wir dann halt alles wieder ein bisschen befüllen. Sui, okay. Dadurch, dass das jetzt raus ist, kriegen wir wieder ein bisschen Ammoniak. Schwefel. Okay, wir müssen irgendwas für den Schwefel jetzt langsam mal suchen. Also was Anständiges mit Schwefel. Dünger 2... bringt nichts. Wir könnten Säure herstellen. Mit der Säure könnten wir ein paar Maschinen oben auf jeden Fall befeuern. Das habe ich schon gesehen. Nämlich die Säure. Genau. Da sieht man. Können wir oben auf jeden Fall Mischglas herstellen und Goldkonzentrat und Mikrochips. Stufe 1, 2, 3, 4, 5. Also das könnten wir tatsächlich machen. So. Tap, tap, ta. Wo geht denn eigentlich das? Okay, nee, alles gut. Alles gut. Die Frage hat sich gerade selbst beantwortet. Also das läuft jetzt auf jeden Fall wieder. Problem war tatsächlich der Schwefel, der halt auch wirklich randvoll ist, ne? Müssen wir ja auch mal sagen. So, okay. Säure. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir die Säure herstellen. Säure herstellen. Bedeutet, wir brauchen Schwefel und Wasser für Säure. Und dann werden wir hier unten einfach nochmal so einen Wassertank hinmachen und werden dort schon mal Säure speichern. Was brauchst du? Mischer, ne? Ja. Misch. Die ist relativ klein, die können wir hier nämlich noch mit packen. Das ist nicht kein Problem. So, das gehen wir hier rüber. Und dann haben wir das. Dann würde ich hier gerne Schwefel reinpacken und Wasser. Schwefel und Wasser. Da wir
den Schwefel auf jeden Fall hier hin haben wollen, würde ich hier das Wasser hinmachen. So, warte mal, den Wasseranschluss haben wir da, ne? Das ist, jo, das ist Wasser. Gut. Machen wir hier einmal einen Wasseranschluss. So und so. Okay. Dann haben wir das auch. Wir machen hier alles mal eben im Schnellbau fertig, dass das hier auch anfängt. Gut. Und hier sagen wir jetzt, ach, haben wir schon drin, alles klar. Hier erzeugen wir jetzt Säure. Wie gesagt, Säure ist erstmal für später gedacht. Ich möchte gerne auch, hoppala, dass er priorisiert ist. So, ich mach mal ganz kurz aus. Ich will hier keine Meldungen. Ich möchte da keine Meldungen. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, wir können immer noch keine Farmen dahin bauen, oder? Nee. Nö, leider nein. Noch nicht. Noch nicht. Dünger 1 läuft halt auch nicht, ne? Dünger 1 läuft halt auch nicht. Hier fehlt Ammoniak für Dünger 1. Aber wir machen langsam Dingsbums. Wir können ja mal ganz kurz gucken, Ammoniak. Wie können wir den Ammoniak noch herstellen? Wasserstoff, Stickstoff, alles klar. Saures Wasser, Hochdruck zu Schwefel. Okay, das machen wir ja. Wasserstoff und Stickstoff nochmal. Müssen wir, sollten wir, brauchen wir? Weiß ich halt nicht. Weiß ich halt nicht. Wo fährt der eigentlich mit dem ganzen Gummi hin? Wir sollten vielleicht wirklich ein bisschen mehr Gummi herstellen. Dafür bräuchten wir... Wir können das machen mit Schwefel, auf jeden Fall, und Ethanol oder Rohbenzin. Dann würde ich aber tatsächlich Richtung Ethanol gehen, oder? Ethanol, das müsste doch eigentlich auch hier oben sein. Ethanol, da. Ethanol ist Zucker und Sauerstoff. Wir produzieren doch so viel Zucker eigentlich oben. Ethanol. Und Schwefel. Ethanol und Schwefel. Ganz kurz hier hin. Wir haben doch hier Zucker eigentlich im Übermaße. Einer von diesen ist doch... Da ist das Zucker selbst schon. Wait, wait. Da ist... Das ist das hier. So. Ethanol. Hier haben wir Ethanol, wie gesagt, in Übermaßen. Wir könnten hier... Wir könnten hier Gummi herstellen. Gummi. Und zwar mit Ethanol und... ja. Okay, stellen wir das hier oben her. Scheiße, da haben wir einen kleinen Berg. Das ist jetzt blöd. Egal, wir stellen das eben hier hin. Und zwar Ethanol und Schwefel. Wir machen hier einen ganz kleinen Schwefel-Dingen hin. Den machen wir auch direkt so, Schwefel. Dass der direkt vollgemacht werden kann. Schwefel. Und zwar vollhalten. So. Dann tun wir das Ethanol von dort nach hier. Können wir eigentlich auch im Schnell. Und dann würden wir hier nämlich nochmal Gummi herstellen. Würde ich hier auch nochmal so einen ganz kleinen... hoppala. Ganz kleinen... Kleines Lager bauen. Dann hätten wir nämlich noch eine Möglichkeit, um das Zucker zu verarbeiten, was wir ja die ganze Zeit nicht hatten. Dann ist das nämlich auch raus. So, Speiseöl. Brauchen wir immer noch den Raps? Raps. Ich mache den Raps schon mal hier an.
Dupp. Dupp. So. Weil das wäre ja dann tatsächlich... Oh nein. Sag mir bitte nicht sowas. Du kannst mir alles auf dieser Welt sagen, nur nicht, dass wir keinen Strom haben. Warum nicht? Warum haben wir... Warum ist die mittlere Distille so voll? Wir haben kein Wasser. Wie kann denn das sein? Also wir haben auf jeden Fall sehr derbe Wasserprobleme. Also da müssen wir auf jeden Fall wirklich irgendeine Anlage bauen, die so riesig ist und die da irgendwie, keine Ahnung, so viel fucking Wasser produziert, dass wir wirklich keine Probleme mehr haben sollten. Jo. Was fließt hier eigentlich raus aktuell? Dampf, drucklos. Okay. Gut. Dürfte aber jetzt langsam wieder anlaufen. Hoffe ich. Ja, Problem ist halt das hier, ne? Also sobald dann gar kein Strom mehr da ist, dann läuft hier halt auch nichts mehr, ne? So, und im Regelfall müssten wir eigentlich priorisieren, dass das auf jeden Fall immer hier hinkommt, das Wasser. Also jeder dieser dieser Kreuzungen hier müssten wir eigentlich mit einem Rohrsystem verbinden. Aber dass er halt auch direkt leer ist, ne? Das ist übel. Also es dauert ja wirklich keine 2 Minuten, da ist das ganze Wasser, was wir hier eigentlich gerade produziert haben, weg. Ne? Also weg. So, hier produzieren wir ja auch mit 3 Maschinen aktuell jeden Tick 78 Wasser. Das ist ja auch nur so irgendwie, das kommt einem so vor, so, ey, okay, ja, okay, ja, du produzierst ein bisschen Wasser. Tja. Sollte da nicht langsam ein Schiffchen kommen? Hallo? Ne, das ist Öl. Haben wir den auf langsam noch stehen, maybe? Kann das sein? Könnte das sein, dass der noch auf langsam steht? Ne. Steht nicht. Steht nicht. Das steht er nicht. Okay. Ja gut, was machen wir denn nun? Jetzt haben wir wieder ein Problem, ne? Ein klitzekleines Problem haben wir. Dum. Ich habe jetzt auch wieder 2 neue Wasserverbräuche eigentlich angeschlossen, ne? Also von daher, also... So. Die dürften jetzt gleich wieder anspringen, dann ist wieder erstmal alles wieder in Ordnung. Okay, Wasser. Wasser. Ich überlege gerade, wie wir Wasser erzeugen können. Und zwar in Massen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Wasser. Okay, wir brauchen Wasser. Grundpumpen. Wir bräuchten halt viel Wasser. Wir bräuchten halt viel Wasser. Druckloser Dampf würde 72 Wasser erzeugen? Warte mal, wait a minute. Hier ist doch Druckloser, also warum hacken wir den denn da rein? Wait a mal. Kühlturm. Wir stellen hier mal ganz kurz einen Kühlturm hin. So. Und werden das ganz kurz mal löschen. Ihn da mal bauen. Was ist los? Und dann werden wir da doch mal ein bisschen Wasser erzeugen. Könnt ihr den mal abbauen? Danke, dann kann ich hier mal was sehen. So, was ist denn das hier jetzt überhaupt alles? Okay, warte mal. Ganz kurz überlegen. Wir brauchen ja das und das muss... Okay, Moment. Das kommt da lang. Das hier. Das hier löschen wir nochmal. So. Den da anschließen, das geht. Und ihr hier
Machen wir erstmal auf Ebene 17. Gehen wir hier dran und da dran. So, dann dürfte da jetzt doch Wasser erzeugt werden. Das auch nochmal eben bauen. Das noch bauen. Ups. Das noch bauen. So, er produziert doch dann Wasser. Zwar nur 72, aber hey, er produziert Wasser. So, und das Wasser geben wir jetzt einfach hier rein, dass er vielleicht einfach ein bisschen weniger braucht da unten. So, die sind ja natürlich jetzt gerade noch ein bisschen voll, ne? Aber das geht, dürfte gleich runtergehen, hoffe ich doch. Oder wie viel produzieren die denn? Niedriger. Druckluft. Dampflos. Der produziert 24. Der produziert 24 sind 48. Ne, okay, der müsste das eigentlich hinbekommen. Das dürfte nicht das Problem sein. Das dürfte nicht das Problem sein. Er müsste das eigentlich hinbekommen. So, und damit hat der nämlich ein bisschen mehr Wasser im System. Zwar nur ein bisschen, aber er hat ein bisschen mehr Wasser und dürfte eigentlich laufen. So, er ist... Okay, die sind fertig. Geil. Das heißt, wir können dieses Gebiet jetzt mal ein bisschen vergrößern. So. So. Dann können wir nämlich hier jetzt anfangen, das da alles wegzugraben. Mit der Hoffnung, dass wir hier drunter noch ein bisschen... okay, doch, hier finden wir alles noch. Alles gut. Die Frage war, finden wir da überhaupt noch was? Aber ja, finden wir. Da wird auch jetzt super viel Müll rauskommen. Das ist auch okay. Der Müll wird aktuell... Wie sieht eigentlich der Müll aus? Genau. Okay, das sieht gut aus. Ey, das sieht sogar sehr gut aus. Okay, cool. Das sieht gut aus. Wir wollten eigentlich auch mal nach dem hier noch gucken. Okay, das sieht auch sehr, sehr, sehr geil aus. Auch hier haben wir es tatsächlich geschafft, dass mehr als genug da ist. Jetzt haben wir nämlich ein Kunststoffproblem. Das ist wieder was anderes. Kriegt er das doch nicht hin? Also vom Rechnerischen müsste er das eigentlich hinbekommen, oder nicht? Ach, der hat ja hier zwei. Oh, oh. Okay, wir brauchen noch einen. Copy. Kann ich den daneben? Ja. Geht. So. Warum nicht? Oh, okay. So. Okay. Nein! Wir können ihm nicht im Schnellbausystem machen. Wir geben ihm aber trotzdem die Prio. Okay, und damit haben wir dann auf jeden Fall... Auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Also das ist nicht viel Wasser. Nochmal, das ist, muss ja auch nicht immer viel Wasser brauchen, dass es wieder anständig läuft. Aber es läuft wieder. Was machen die zwei eigentlich hier? Die haben auch noch das Wasser. Ja, okay. Es hat jetzt gerade geregnet. Also das Wasser dürfte auf jeden Fall ganz gut sein. Aber macht es Sinn, vielleicht auch hiervon nochmal einzubauen? Da unten ist ja ein relativ großer Wasserdepot. Ich würde den einfach mal anschließen. Und schauen, ob es funktioniert, dass wir... dass wir das hinbekommen irgendwie. Ob wir da drei laufen lassen können. Wir gucken mal ganz kurz nach denen hier. Laufen die noch? Jo. Und der Wassertank ist auch voll. Auch den würde ich einmal... den würde ich auch einmal... Hallo? C. Hä? So, jetzt aber. Den würde ich auch tatsächlich einmal auch klonen. Um da noch mal ein bisschen mehr Wasser rauszubekommen. Muss, wie gesagt, muss nicht viel sein. Hauptsache,
Zum Beispiel, wenn die jetzt hier alle oben Wasser von dem anderen bekommen würden, also von dem hier, wäre uns ja schon richtig gut geholfen. Ne, dann wäre uns ja schon richtig gut geholfen. So. Sobald es regnet, dann füllt sich das... Aber... Moment mal. Wie kann denn das sein? Ach so. Okay. Okay, wir haben keine roten mehr. Warum nicht? Warum haben wir denn jetzt keine roten mehr? Oh, ja, okay. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Okay. So, dann haben wir das. Wir haben immer noch ein Stromproblem. Das ist auch nicht sehr gut. Weil wir hier den Druckgrad nicht wegbekommen. Und deswegen läuft der nicht richtig. Wie gesagt, wir müssen, ich vermute, dass wenn wir so ein bisschen Wasser mehr reinpumpen, dürfte das alles wieder laufen. So, Kunststoff hatten wir eben auch ein Problem. Wir gucken mal ganz kurz, was hier los ist. Rohbenzin. Chlor ist genug da. Rohbenzin. Was ist hier? Dampf ist da, Diesel fehlt. Okay. Diesel fehlt. Warum fehlt hier Diesel? Weil hier kein Diesel angeliefert wird. Ich hätte dir gerne so. So. Okay. So, er müsste jetzt eigentlich... Ja, er ist fertig. Und dann dürfte das jetzt auf jeden Fall laufen. Also jetzt auf jeden Fall hundertprozentig. Yo. Okay. Okay, die zwei machen jetzt auf jeden Fall ihren Dienst. Dadurch dürften die jetzt ihr Dienst machen können. Und somit dürfte alles andere erstmal wieder ein bisschen besser laufen. Jetzt gucken wir hier oben nochmal. Wir haben hier immer noch das Problem Tier 2. Da haben wir jetzt Kunststoff. Okay, alles klar, das ist immer noch das Kunststoffproblem. Dann gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie ins Laufen bekommen. Import 2. Mehr können wir da eigentlich gar nicht für geben, ne? Haben wir eine Pipeline, die irgendwie da weggeht? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir einen... Nee, haben wir auch nicht. Können wir das verbinden? Und hier eben einen Truck... Also hier, wir müssen, brauchen halt Kunststoff. Also ob wir wollen oder nicht, wir brauchen Kunststoff. Deswegen ist das... Warum fährst du nicht? Bring bitte ein bisschen Diesel darüber. Viel musst du gar nicht. Hauptsache es läuft wieder. Aber er denkt sich, nö, warum? Er denkt sich einfach, nö, warum? Dum, dum, dum. Aber warum produzieren wir denn jetzt schon wieder so wenig Diesel? Das. Wir gucken mal ganz kurz durch, ob wir hier irgendwas finden, ob... Okay, es ist immer noch das saure Wasser. Es ist halt immer noch das saure Wasser, ne? Das saure Wasser ist halt proppenvoll. Hier haben wir 6... Er macht 36 die Minute. Wie viel produzieren wir denn? Oh, 18? 18? 18 sind auf jeden Fall mehr als 36. Okay, dann müssen wir da auch mal nacharbeiten. Ich sage aber bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.